Hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, so funktioniert's. Heute geht es mal um das Thema, wenn das Heizungsventil klemmt, was wir tun können. Und zwar gibt es hier einen Trick, diesen werde ich euch in diesem Video erklären und ihr könnt damit ganz einfach eure Heizung wieder instand setzen. Ja, hier seht ihr schon das Thermostat. Was wir jetzt tun müssen, wenn dieses Ventil beziehungsweise dieser kleine Stift hier klemmt, dieser sollte sich nämlich nach innen und nach außen bewegen. Das werde ich euch jetzt zeigen, bleibt dran, bis gleich. Ja, zuallererst mal lösen wir hier mit einem geeigneten Werkzeug, entweder einer Rohrzange oder einem Gabelschlüssel, die Mutter von dem Gewinde und lösen dadurch das Heizungsventil ab. Dann kommt der Stift bzw. der Regler, der das Ganze steuert, zum Vorschein. Jetzt kann man versuchen, den Stift reinzudrücken oder auch mit einer Zange vorsichtig herauszuziehen. Achtet darauf, diesen Stift ja nicht zu beschädigen. Ihr könnt ihn entweder versuchen, leicht mal zu klopfen, drauf zu klopfen oder eben wie gesagt ein wenig dran zu rütteln. Bitte vorsichtig. Wenn er sich gar nicht mehr bewegt, dann hilft nur noch ein Reiniger. Ich habe jetzt hier noch in meinem Keller einen Elektroreiniger gefunden, der reinigt auch oxidierte Stellen und dergleichen und diesen werde ich jetzt auch hier für dieses Ventil verwenden. Ihr könnt natürlich alternativ auch ein WD-40 auftragen. Sprüht das Ganze mal ein, reinigt es mit einem Klopapier rundum um diesen Stift herum und lasst es auch ein wenig einwirken. Und dann könnt ihr mal versuchen, wieder dran zu rütteln oder leicht zu ziehen, bis sich eben dieser Stift entweder nach außen bewegt oder nach innen gedrückt werden kann. Er muss auf jeden Fall wieder beweglich bzw. gangbar gemacht werden. Ich zeige euch hier jetzt mal die Funktion von diesem Thermostat. Durch die Drehbewegung fährt dieser Stift hier in der Mitte innen aus oder eben ein und durch diese Bewegung wird dann auch das Metallventil an der Heizung reingedrückt oder eben dann nach außen gelassen. Also beziehungsweise das Ventil kann nach außen ausfahren oder wird eben durch die Drehung nach innen gedrückt. Wenn ihr natürlich heizen wollt, wird das Ventil nach innen gedrückt. Dadurch wird das Ventil geöffnet und ihr habt die volle Leistung der Heizung. Wenn ihr wieder zurückdreht und das Ventil nach außen wandert, so wie jetzt, dann ist die Heizung auf ausgestellt. Und dies gilt es wieder funktionstüchtig zu machen. Das kann natürlich, wenn die Heizung mehrere Monate mal bzw. über den Sommer über in der gleichen Ventilposition stehen bleibt, durch die Hitze und Kälte und Wärme und das Feuchtigkeit, vor allem im Bad auch, das ist jetzt meine Badheizung, kann sich das schon mal festsetzen. Aber das ist kein Problem, ihr könnt das ganz einfach gangbar machen. Achtet auf das Ventil, Leute, jetzt spickt er nach außen, jetzt hat er sich gelöst, endlich.
Ich reinige jetzt das Ventil noch anständig ordentlich, lasse es ein wenig einwirken, damit es nicht gleich wieder festhängt, wenn ich es wieder mal ein wenig, wenn ich es wieder länger nicht bewege. Und jetzt drücke ich es mal rein für euch, damit ihr seht, wie das Ventil funktioniert. Es kann sich durch einfach nach innen und nach außen bewegen. Hier seht ihr es schön. Diese Bewegung führt hier dadurch aus, dass ihr das Heizungsventil nachher bzw. diesen Aufsatz dann dreht und der Stift fährt dann rein oder eben raus. Dadurch ist das Ventil geöffnet oder geschlossen. Ja, das war's schon, Freunde. Jetzt könnt ihr wieder das Thermostat montieren, indem ihr es einfach aufsetzt und wieder festschraubt. Achtet auf die genaue Position, damit es halt wieder an der richtigen Stelle sitzt und ihr den Regler anständig bedienen könnt. Dann zieht ihr die Mutter wieder anständig fest, damit das sich nicht von selbst wieder lösen kann und dann steht eurem Heizungsvergnügen nichts mehr im Wege. Wenn euch dieses Video gefallen hat oder weitergeholfen, dann lasst mir doch bitte ein Like und einen Kommentar da, im besten Fall noch ein Abo, die Abo-Glocke nicht vergessen und wir sehen uns in einem neuen Video wieder. Bis dann, Freunde. Ciao.